Rennen 2 der TCR Germany am Nürburgring. Start im Reverse Grid mit Nico Gruber vom Team Engstler als Polesetter. Der Österreicher ja als Gesamtführender zum Nürburgring angereist. Antiburi erwischt einen Sahnestart und übernimmt gleich die Spitze mit Nico Gruber und Andreas Beckmann als Verfolger. Hyundai dominiert damit die Anfangsphase klar. Auch Harald Protschek ist gut unterwegs. Geht erst außen neben den drittplatzierten Beckmann und dann im Rechtsknick innen durch. Ein starker Ritt des Ex-Meisters von HP Racing. Dann Norbert Michaelis gegen Beckmann bei der Anfahrt zum Schumacher S. Und wieder hat Beckmann das Nachsehen und ist nun nur noch Fünfter. Doch für den Schweden kommt es anschließend noch dicker. Wegen eines Frühstarts erhält Beckmann eine Durchfahrtsstrafe und fällt endgültig aussichtslos zurück. Einen rabenschwarzen Tag erwischt derweil Polesetter Nico Gruber. Sein zweiter Ausfall an diesem Rennwochenende und damit auch die zweite Null. Weil anschließend der führende Antiburi genau wie Beckmann wegen eines Frühstarts eine Durchfahrtsstrafe erhält, übernimmt Harald Protschek die Führung. Dahinter reihen sich Norbert Michaelis und Dominik Vogel auf Platz 2 und 3 ein. Der Finne Antiburi gibt anschließend nochmal Gas und beendet das Rennen auf Platz 7. Der Sieg geht an Harry Protschek, das 23. Podium für den Österreicher in der TCR Germany. Die Gesamtwertung führt nun Honda-Pilot Dominik Vogel an, gefolgt von Harald Protschek und Jan Seifert.